Hey Leute, hier ist Anso und ich setze mich heute endlich mal hin und beantworte alle eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und falls sich jemand fragt, was hier im Hintergrund los ist, ich habe versucht, ein bisschen Weihnachtsstimmung aufzubringen, aber da ich keinen wirklichen Weihnachtsschmuck hier in Japan habe, hängen hier Teekartons sozusagen. Also das sind Teekartons, wo halt verschiedene Disney-Charaktere draus sind und die kann man sammeln. Und nein, ich habe sie eigentlich nicht gesammelt, aber immer wenn ich Tee gekauft habe, habe ich gedacht, okay, dann kann ich doch Tee mit süßen, niedlichen Disney-Figuren drauf kaufen. Und das hier ist ein Stern, den hat mir eine Freundin geschickt und das ist mein Adventskalender, mein Milka-Adventskalender. Und den hat mir meine Mama geschickt, weil ich nämlich jedes Jahr einen Milka-Adventskalender habe und deswegen habe ich dieses Jahr auch einen bekommen. Yay! Und zwar habe ich hier mein Surface und da habe ich alle eure Fragen drauf. Und dann fange ich mal einfach an, damit das Video auch nicht zu lang wird. Oh Gott, ich hoffe übrigens, ich lese eure Nutzernamen, was auch immer, alle richtig vor. Also ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, weil bei manchen bin ich mir echt nicht sicher. Wie bei diesem zum Beispiel. Wenn ich irgendwas falsch ausspreche, bitte sagt es mir. Why bit for... Ich weiß es leider nicht, wie ich das aussprechen soll. Auf jeden Fall hat Whitebird geschrieben, was willst du noch gemacht haben, bevor es zurückgeht? Ich meine halt so eine Art, das muss ich gemacht haben, bevor ich zurück nach Deutschland gehe, Liste. PS, über den Namen lässt sich verhandeln. Der Name passt eigentlich ganz gut und ich habe hier gerade mein Notizbuch zur Hand und da drin gibt es nämlich schon so eine Art Liste, die zurzeit einfach nur Reiseziele heißt und da kommen auch ständig neue Sachen hinzu und ein paar Sachen könnte ich eigentlich schon streichen, weil ich da schon war, fällt mir gerade auf. Die liebe Pocket Hazel hat gefragt, 7-Eleven, Family Mart oder Lawson, hast du einen Lieblingskombini? Ganz klar 7-Eleven, die haben einfach das beste Essen. Und weil der 7-Eleven am nächsten ist, okay, der Daily ist näher. Aber der Daily hat halt nicht so viel Auswahl wie der 7-Eleven. Dömi fragt, könntest du dir vorstellen, für immer in Japan zu leben, mal bezogen auf die Eindrücke und Erfahrungen, die du bis jetzt so gesammelt hast? Ja und nein. Das alltägliche Leben hier in Japan macht schon ziemlich Spaß. Vor allen Dingen, weil alles so süß und niedlich ist und irgendwie auch cool und keine Ahnung und... Ich mag Japan, aber ich glaube, so für immer oder mehrere Jahre würde ich hier nicht unbedingt leben wollen. Einfach vor allen Dingen, weil man dann ja hier auch arbeiten müsste und die Arbeitsmoral hier in Japan ist unglaublich. Also die Lehrer bei mir in der Uni sitzen manchmal bis irgendwie 23 Uhr oder manchmal die ganze Nacht in der Uni. Und halt auch an sich sieht man das halt überall, dass Arbeiten hier in Japan echt keine leichte Sache ist und deswegen... Schwippi... Ihr solltet echt an euren Benutzernamen arbeiten. Schwippi... Was vermisst du denn so aus Deutschland? Ich würde sagen... Es gibt nicht so viel, was ich aus Deutschland vermisse. Natürlich vermisse ich ab und zu mal meine Familie und meine Freunde. Aber auch nicht immer. Und das Einzige, was ich vielleicht wirklich vermisse, ist günstige Lebensmittel. Denn hier ist gefühlt alles ziemlich teuer in Japan. Vor allen Dingen halt, wenn man sich halbwegs gesund ernähren will, was ich halt versuche mit möglichst viel Gemüse und Obst. Und das ist halt gerade echt teuer. Um euch mal ein Beispiel zu geben, in Japan kostet ein Apfel ungefähr 1 Euro. Manchmal sogar fast 2 Euro, je nachdem. Fabian G. fragt, Huhu, was ist das Verrückteste, was du bisher in Japan gesehen hast? Und was muss man unbedingt gesehen oder gemacht haben, wenn man in Japan ist? Das Verrückteste, was ich bisher gesehen habe, ist eine ziemlich gute Frage. Es gibt so viele verrückte Sachen, die man sieht, aber nichts davon ist jetzt das Verrückteste. Deswegen zähle ich euch jetzt einfach mal ein paar Sachen auf und wenn ich davon Bilder habe, werde ich die auch einfach mal einblenden. Japanerin, die bei 5 Grad in Hotpins und Plüschlappen rumlaufen. Ein vergammelter Fisch, der an einem Haus an der Rohrrinne angeklebt wurde. Zeitschriften darüber, wie man Frauenbeine in Schuluniformen fotografiert. Ein Mann, der sein Kaninchen an der Leine Gassi führt.
Mädchen in Schuhuniform mit Strümpfen, wo das Playboy-Logo drauf ist. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verpasst habe, aber okay. Einen Kondomladen mitten an der Kreuzung in Harajuku. Wirklich mitten an der Kreuzung. Nicht zu übersehen. Gefrorene Mandarinen? Was muss man unbedingt gesehen oder gemacht haben, wenn man in Japan ist? Tja, da ich das erste Mal in Japan bin und da ich eigentlich keinen Plan habe, was man wirklich alles tun muss, verlinke ich euch an der Stelle in der Infobox einfach mal wieder ein Video. Da habe ich nämlich auf der Leipziger Buchmesse den Nino von Ninotaco TV genau diese Frage gestellt. Und da gibt es einfach mal ein paar Tipps bzw. Anregungen, was man denn auf jeden Fall mal in Japan machen sollte. Sharingan fragt, ist Japan wirklich so wie in den Animes immer dargestellt? Ja klar, Japan ist 1:1 so wie One Piece. Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind, wie sie im Anime dargestellt werden. Denn irgendwo basieren Animes ja immer so ein bisschen aus den Erfahrungen der Leute, die sich das ausdenken. Aber im größten Teil ist Anime eben dann ja auch entweder Comedy oder Science Fiction oder keine Ahnung, irgendein Genre. Bleiben wir einfach mal beim Slice of Life Thema. Das sind dann meistens Comedy-Animes und die versuchen Sachen dann einfach überspitzt darzustellen, damit es halt auch ein bisschen lustiger ist. Das ist halt auch wie mit Filmen. Filme sind natürlich auch nicht das reale Leben, also ist Anime auch nicht das reale Leben hier. Das muss man immer so ein bisschen im Kopf behalten, aber trotzdem ist das Leben in Japan schon eher wie in einem Anime als in Deutschland, aber nein, es ist nicht wie in einem Anime. SammyTM fragt, willst du noch ins Ghibli-Museum oder Doraemon-Museum? Das kann ich nur empfehlen gehen. Ja, ins Ghibli-Museum will ich unbedingt, unbedingt, unbedingt. Das wird wahrscheinlich irgendwann im Februar, März passieren, wenn ich ein bisschen länger frei habe. Und das Doraemon-Museum kannte ich bisher noch nicht, aber jetzt will ich dahin. Sodakami fragt, was genau muss man studieren, um an eine Japan-Reise zu kommen? Weil es gibt irgendwas, das nennt sich Asienwissenschaften. Machst du das? Wenn ja, kannst du kurz berichten, wie es dir gefällt und was du nach deinem Studiengang vorhast zu arbeiten? Also, nein, ich studiere keine Asienwissenschaften. Ich studiere eigentlich Medieninformatik. Warum bin ich aber jetzt in Japan, ist die Frage. Naja, meine Uni hat ein Austauschprogramm mit der Uni, an der ich jetzt hier bin, in Japan. Und das ist studiengangsfrei offen. Was? Wie? Ich weiß gerade nicht, wie wir sind. Also es ist nicht studiengangsbeschränkt. Das heißt, egal wer, was man studiert an meiner Uni, man konnte sich für dieses Programm bewerben und nach Japan gehen, wenn man Glück hatte. Und ja, wir sind hier 3 Leute von meiner Uni. Und keiner von uns studiert irgendwas mit Japanologie, Asienwissenschaften, weil das bei mir an der Uni in Deutschland gar nicht angeboten wird. Das heißt, wenn ihr jetzt schon irgendwas studiert oder auch wenn ihr plant, irgendwas anderes vielleicht zu studieren, dann guckt einfach mal, was eure Uni so anbietet, denn oftmals gibt es die Möglichkeit, in Länder zu gehen, ohne dass man jetzt irgendwie die Sprache studiert oder halt wirklich die Kultur, also sowas wie Japanologie oder keine Ahnung. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, haltet da einfach mal Ausschau. Alice Vladimirov fragt, wie lange lernst du schon Japanisch? Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube jetzt 2,5 Jahre. The Genius fragt, sind wirklich alle Toiletten in Japan so super fancy, wie man es sich als Europäer vorstellt? Nein, nein. Also ihr kennt diese Hightech-Klos, davon habe ich euch ja auch schon mal was gezeigt und ich blende einfach nochmal was davon ein. Und die werden in Japan sozusagen westliche Klos genannt, obwohl sie viel, viel mehr Funktionen haben als die Klos bei uns. Aber es gibt dann halt auch so die östlichen Klos, beziehungsweise halt die traditionell japanischen Klos, ne? Und ich nenne sie liebevoll die Squat-Klos und ich blende einfach mal ein Bild ein und da hockt man sich dann sozusagen drauf und ich vermeide es, auf diese Toiletten zu gehen, weil es ist sehr, sehr seltsam. Gurmarana.de hat zu viele Fragen gestellt. Nein, nein, alles gut. Die erste Frage. Erst einmal, da ich mir diese Frage auch immer anhören durfte, wieso Japan und nicht irgendein anderes Land? Als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, in welches Land ich gehen möchte, war mir von Anfang an klar, ich will in ein Land gehen, wo ich die Sprache nicht spreche, um einfach die Herausforderung mir selbst zu stellen, eine neue Sprache zu lernen. Und damals kamen für mich in Frage so skandinavische Länder, weil ich das auch sehr interessant fand, und natürlich asiatische Länder, weil ich seit meiner Kindheit schon immer sehr großes Interesse an asiatischen Kulturen hatte.
Und zu der Zeit hatte ich auch so eine kleine Phase, wo ich sehr extrem viel Animes geschaut habe. Und dann mir einfach dachte, hey, es wäre vielleicht einfach cool, Japanisch zu lernen. Und dann könnte ich Animes auf Japanisch ohne Untertitel gucken. Was ich übrigens immer noch nicht kann. Und ja, dann habe ich halt angefangen, mich mit der Sprache zu beschäftigen und bin dann auch in den Japanischkurs gegangen und habe halt gemerkt, okay, es macht mir Spaß, die Sprache zu lernen, also versuchen wir das Ganze einfach. Und dann habe ich halt noch mehr die Sprache gelernt, habe mich dann für das Austauschsemesterjahr beworben und jetzt bin ich hier. Was ist bisher der schönste Ort in Japan, wo du warst und wo willst du unbedingt noch hin? Das Problem ist, bisher war ich noch nicht so viel unterwegs, weil ich eben, wie gesagt, auch studiere hier. Vielleicht könnte man sagen, dass die Berge, die ich hier überall um mich drumherum habe in Kofu, irgendwie das Schönste sind, was ich bisher so gesehen habe, weil sie sind irgendwie sehr beruhigend und ich mag sie. Aber ja, ich will jetzt noch nichts sagen. Vielleicht beantworte ich diese Frage irgendwie in einem Jahr dann nochmal und sage euch, was dann wirklich das Schönste war, was ich dann insgesamt gesehen habe. ja, und wo will ich noch überall hin? Überall hin. Überall. Vor einigen Monaten hast du ein Video über das Kanji-Lernen gemacht und hast da in 2 Monaten 400 Stück oder so gelernt. Wie sieht dein aktueller Stand aus? Wer mir schon ein bisschen länger auf Twitter folgt, weiß, dass mein Stand, bevor ich nach Japan gekommen bin, 1103 waren. Und mehr oder weniger, wenn man jetzt vom Heisig-Buch ausgeht, ist mein Stand immer noch der gleiche, weil ich es einfach nicht geschafft habe, wirklich mit dieser Methode weiterzumachen. Aber da ich halt hier im alltäglichen Leben immer mit Kanji konfrontiert bin, sind es halt weitaus mehr, die ich jetzt auch schon verstehe und mittlerweile auch schon lesen kann. Und ich würde schätzen 1300, 400 vielleicht. Es ist schwierig zu sagen, muss ich ehrlich gestehen. Aber bei dem Heisig-Buch, was das Buch allein angeht, bin ich immer noch bei 1103. Was war bisher das Beste und das Schlimmste, was du bisher in Japan gegessen hast? Das Beste ist alles, was Matcha oder Azuki beinhaltet. Also wirklich alles, alles, alles. Ich liebe es einfach. Und das Schlimmste, ich habe bisher noch nicht wirklich irgendwas Schlimmes hier gegessen. Nein, eigentlich hat mir bisher alles geschmeckt, denn ich liebe japanisches Essen. Wie war die Reaktion deiner Freunde und Familie, als du ihnen gesagt hast, dass du nach Japan fliegst? Als ich das meiner Mutter das erste Mal erzählt habe, meinte sie so, okay, Japan, okay. Ja, nein, doch, mach das, mach das, mach das. Also sie war skeptisch, aber dann meinte sie so, nutz die Chance und cool, mach das. Und meine Freunde, also ein sehr guter Freund von mir hat mich eigentlich damit so ein bisschen darauf gestoßen, so von wegen so, ach, geh doch nach Japan, wenn du ins Ausland willst. Und ich war so, vielleicht. Aber auch alle von meinen anderen Freunden fanden das eigentlich sehr, sehr cool und meinten so, hey, cool, dass du das machst und dass du das wirklich durchziehst und ja. Jetzt bin ich hier. Wie gut ist dein Japanisch bis jetzt? Hast du schon ein oder mehrere GLPTs gemacht und wenn ja, welche und hast du bestanden? Ich kann dir nicht sagen, wie gut mein Japanisch ist, denn ich habe noch kein GLPT gemacht. Aber ich plane im Sommer hier in Japan N3 zu machen. Wenn ich mich sicher fühle, vielleicht N2, aber ich glaube N3 ist realistisch. N4 würde ich locker hinbekommen. Und N3 ist vielleicht so eine kleine Herausforderung, bis zum Sommer sogar noch. Skarduin fragt, gibt es in Japan auch Diskotheken? Wenn ja, kann man sich die so vorstellen wie in Deutschland? Hab schon gehört, Japaner sind eher zurückhaltend. Ist das tatsächlich so oder nur ein Gerücht? Ich war bisher hier noch in keiner Diskothek und deswegen kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Und naja, es kommt halt immer auf die Person drauf an, ob sie zurückhaltend ist oder nicht. Im Allgemeinen kann man schon sagen, Japaner sind anders als Deutsche, aber ich würde es jetzt nicht irgendwie schüchtern oder zurückhaltend nennen, denn manchmal hat das auch ein bisschen eher so einen Touch von höflich und zuvorkommend. Das ist schwierig zu erklären, aber ich will dazu eigentlich auch gar nicht so viel sagen, denn wie gesagt, kommt es halt auch immer auf die Person drauf an und ich will hier nichts verallgemeinern und pauschalisieren. Der Breaky fragt, mit was kommst du aktuell am schwierigsten in Japan klar? Wäsche waschen. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Waschmaschine hier bei uns im Wohnheim ziemlich nicht so toll ist.
Aber ich finde es auch schwierig, Waschmittel zu finden, denn das, in Deutschland haben wir so Waschmittel für weiße Wäsche, für bunte Wäsche, keine Ahnung, mit einem schönen Duft und keine Ahnung. Und hier in Japan ist das irgendwie komisch und anders und irgendwie gibt es da nicht so viele Unterschiede. Ich weiß nicht so genau. Alex Freund fragt, wie ist es dort in Japan? Gibt es viele sprachliche Hindernisse? Wie kommst du mit anderen Personen dort zurecht und vermisst du dein richtiges Zuhause sehr? Hast du noch Schwierigkeiten, dich auf alles einzustellen oder wird es zu langsam? Also, sprachliche Hindernisse gibt es natürlich auf jeden Fall, da ich halt die Sprache noch nicht perfekt beherrsche. Aber man kommt schon irgendwie klar. Also, ich. Ich vermisse mein Zuhause nicht unbedingt. Ich komme mit allen hier sehr gut klar. Also egal, ob Austauschstudenten oder Japaner, es ist wirklich sehr angenehm hier. Und das Einzige, was ich wirklich hier noch schwierig finde, ist das Wäschewaschen. Alles andere ist eigentlich ziemlich angenehm hier in Japan. Kerem Rocha fragt, wie sieht ein japanischer Besteckkasten aus? Sind da überall nur Stäbchen? Ich blende einfach mal ein Bild davon ein und sage dazu, nein, nicht nur, aber überwiegend ja. Und dann fragt er auch noch, machst du Social Eating mit lustigen Sachen aus Japan? Habt ihr daran Interesse? Habt ihr Ideen, was ich dann da essen könnte? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lovery Soft fragt, kennst du einige Streaming-TV von Japan? Wie findest du den TV-Programm in Japan? Verstehst du da alles? Gibt es Unterschiede zwischen Japan und Deutschland, Schweiz, Österreich? Ich kenne nicht wirklich japanische Streaming-TV-Sender. Das Einzige, was mir jetzt einfallen könnte, wäre NHK, aber das ist halt auch eher so ein bisschen Nachrichten und das kommt immer darauf an, ob euch das dann interessiert. Und nein, das japanische Fernsehen ist genau wie das deutsche. Haha, nein, natürlich nicht. Ich verstehe nicht alles im japanischen Fernsehen, aber zu 90% geht es irgendwie immer um Essen. Und japanische Werbung sind sehr, sehr lustig, aber ich glaube, das brauche ich hier niemandem mehr erzählen. Machst du irgendwann solche Japanisch-Lernvideos hier? Nein, ich werde niemals Japanisch-Lernvideos machen, glaube ich, weil ich einfach kein Lehrer bin. Wo genau ist es am besten, Japanisch zu lernen? In der Schule oder alleine? Ich selber bin so ein Typ, dass ich alleine einfach irgendwann die Motivation verliere und deswegen immer sehr viel besser lerne, wenn ich halt wirklich Japanisch-Unterricht habe, beziehungsweise irgendeinen anderen Unterricht. Also ich würde es immer empfehlen, in einen Kurs zu gehen, weil man dann eben auch berichtigt wird, wenn man eben Fehler macht, die man vielleicht, wenn man alleine lernt, nicht so merkt und dann vielleicht irgendwas Falsches lernt. Deikatsudan fragt, wieso bist du so ein Sonnenschein? Das bin nicht ich gewesen in dem Video, sondern die Sonne hinter mir. Nix fragt, was ist deiner Meinung nach das größte Klischee Japans, was so gar nicht auf die Aussage zutrifft? Das ist einfach zu beantworten. Man denkt immer, Japan ist so weit voraus, was Technik angeht, aber das ist nicht so. Hier gibt es zwar so Sachen wie 4K-Fernseher und Roboter, die mit dir reden und keine Ahnung, aber es gibt auch so viele Sachen, die noch ziemlich retarded sind. Das fängt zum Beispiel damit an, dass die Banken irgendwie um 15 Uhr zumachen und was jetzt nicht wirklich mit Technik zu tun hat, aber man denkt halt immer, Japan ist so weit voraus und hier ist alles automatisch und alles super einfach und es gibt viele Sachen, die wirken ziemlich zurückgeblieben. Auch sowas wie die Busse, die sind hier auch sehr, sehr, sehr retarded. Gerade auch die Fernbusse sozusagen. Also das ist, glaube ich, ein ziemliches Vorurteil bzw. Klischee, was echt nicht stimmt. Eher eine Witzfrage. Wie kommt man mit den Toiletten zurecht, die seltsame Zusatzfunktionen besitzen? Man probiert es aus. Und dann weiß man, ob man es mag oder nicht. Madrug Official? Wie kann man seine Motivation im Japanisch lernen halten? Ich schwanke zwischen einem Austauschjahr in China und Japan und möchte jetzt nach Japan nach langem Überlegen. Wie kann ich jetzt meine Motivation halten, nach Japan gehen zu wollen und Japanisch zu lernen? Also, wenn du dich entschieden hast, nach Japan zu gehen, dann ist das doch deine größte Motivation. Also der Fakt, dass du wirklich hier sein willst und herkommen willst. Für mich war das Motivation allein genug, um Japanisch zu lernen. Robert XL13 fragt, interessierst du dich für japanische Kampfkünste, Karate, Samurais? Es gibt extra für Touristen Samurai-Schulen in Japan, wo man eine Blitzausbildung zum Samurai erleben darf. Hättest du mal Interesse daran, eine zu besuchen, eventuell auch teilzunehmen? Also bisher habe ich daran eigentlich kein Interesse gehabt, aber man könnte drüber nachdenken, wenn man Zeit und Geld übrig hat. Und Fabian G. fragt nochmal, was war für dich schwieriger, Kanji, Katakana oder die Sprache zu lernen? Es war für mich keins von beiden schwieriger, denn für mich gehört es irgendwie zusammen, Kanji, Katakana und alles zu lernen und aber auch die Sprache und die Wörter zu lernen.
Und auf Twitter gab es auch eine einzige Frage, und zwar vom Dave, der mich gefragt hat, ob ich nach Hiroshima möchte. Und bisher habe ich darüber noch nicht so viel nachgedacht, aber warum nicht? So, und ich hoffe, ich habe damit alle eure Fragen beantwortet. Wenn es noch mehr Fragen gibt, schreibt sie mir in die Kommentare. Wie ihr wisst, beantworte ich immer sehr, sehr viele Kommentare, auch schriftlich sozusagen. Und wenn sich irgendwann mal wieder die Gelegenheit bietet, können wir das Ganze gerne nochmal machen. Aber vielleicht dann irgendwann, wenn ich noch ein bisschen mehr erlebt habe und euch vielleicht auch dann nochmal ein paar andere Sachen erzählen kann. Ja, und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Wollt ihr Zimtsterne? Ich habe Zimtsterne gebacken. Hier, könnt ihr einen haben.